Goodbye Schweden, hallo Norwegen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Film Faszination Festeralen und Lofoten. Alles Weitere, ihr wisst es, nach dem Intro. Hallöchen, herzlich willkommen bei den Beagle-Wheelern. Das sind Ulrike und Frank, Ronja, der Beagle und Kira, unser Bahomi. Wir haben die Grenze nach Norwegen passiert. Und schon weht uns die norwegische Flagge entgegen. Wunderschöne Natur erwartet uns. Und wir sehen die ersten norwegischen Polarlichter. Einfach schön. Über diese Brücke müssen wir fahren, um auf die Festeralen zu kommen. Und Natur pur erwartet uns. Unser nördlichstes Ziel auf dieser Reise ist Andenes. Von unserem Campingplatz haben wir einen hervorragenden Ausblick. Im Hafen von Andenes wartet diese Mama mit ihrem Kind auf ihren Liebsten. Wir schlenderten entlang der Hafenmole und genossen diese Natur. Ein hübsches Restaurant gab es dort auch, aber leider geschlossen. Aber der Abend, der wurde belohnt durch diese wunderschönen Polarlichter. Seht selbst! Diesen beiden standen bei dem Wind auch die Haare zu Berge. Im Restaurant Arresten waren wir sehr lecker essen. Arresten ist norwegisch und steht für Gefängnis. Denn hier war früher das Gefängnis. Einige Sachen erinnern noch daran. Ich glaube aber, Bier gab es damals noch nicht. Was natürlich in Andenes nicht fehlen darf, ist eine Walsafari. Und diese beginnt zuerst mit der Führung durch das Walmuseum. Diese 4 Exemplare zeigen die Entstehung der Wale. Sie entwickelten sich vor 50 Millionen Jahren und stammten von primitiven, fleischfressenden Huftieren ab, die der Gestalt eines Wolfes ähnelten. Sie hatten 4 Beine, Hufe an den Zehen und lebten damals noch an Land. Aber durch veränderte Umweltbedingungen mussten sich auch diese Lebewesen anpassen und entwickelten Schwimmhäute. Von nun an lebten sie überwiegend im Wasser. Die vorderen Beine veränderten sich im Laufe von Millionen Jahren zu Flossen, die hinteren Beine sind verschwunden. Der Schwanz formte sich zu einer Fluke, also die Schwanzflosse. Im Museum ist auch dieses Modell eines Oberkiefers, eines Pottwals in Originalgröße zu sehen, der mit einem Riesenkalmar kämpft. Hier das Originalskelett eines Pottwals, der 1996 an der Küste von Andenes gestrandet ist. Er hatte eine Länge von 15,80 Meter. Pottwale werden 70 bis 80 Jahre alt. Weibchen haben eine Länge von 12 Metern bei einem Gewicht bis zu 20 Tonnen. Männchen werden bis 20 Meter lang und bei einem Gewicht von 57 Tonnen. Die Babys, also die Kälber, haben bei der Geburt schon eine Länge von 4 Meter und ein Gewicht von 600 Kilo. Krass, oder? Nun geht es aber raus aufs Schiff. Strahlender Sonnenschein, eine steife Brise und eine Temperatur von 4 Grad erwarten uns. Man sieht es nicht so, aber die Wellen waren verdammt hoch. Frank und ich hatten arge Probleme, nicht die Fische zu füttern. Und dann haben wir ihn gesehen, den Pottwal. Man sieht hier das Blasen des Wales, der immer wieder mal auftauchen muss, um zu atmen. Hier wird die alte Luft ausgeblasen, wobei auch Wasser mit in der Luft geblasen wird. Dann atmen sie wieder ein und tauchen ab.
Leider kann das Video nicht das wiedergeben, was wir in Natura mit den Augen gesehen haben. Erschwerend kam noch dazu, dass es hier nur männliche Wale gibt. Also sie müssen nicht mit ihrem Springgehabe das Weibchen imponieren. Die Schwanzflosse erhebt sich horizontal, um dann senkrecht abzutauchen. Am nächsten Tag fuhren wir in Richtung Bleik, wo wir am Strand diese typisch norwegische Sauna gefunden haben. Wir wollten uns den Vogelfelsen der Papageientaucher anschauen, der hier schon bei langsamem Sonnenuntergang aus dem Meer ragt. Leider waren diese Vögel nicht mehr da. Sie sind nur von Mitte April bis Anfang August zu sehen. Im Herbst und Winter verbringen sie auf dem offenen Meer. Circa 160.000 Vögel nisten hier in der Zeit. Wir fahren weiter auf den Campingplatz Oppmyre bei Myre. Hier erwartet uns wieder Natur pur. Seht selbst. Frankie hat auch mit seiner Drohne Luftaufnahmen gemacht. Seht da unten, da stehen wir. Ronja und Kira haben sich richtig in Pose gesetzt. Der kleine Yachthafen mit der Spiegelung der Berge. Und wieder Natur pur aus der Luft. Wir haben einen Ausflug nach Nyksund gemacht, da es dort ein nettes Café geben sollte. Ja, es war auch da, aber es war leider geschlossen. Aber Parkgebühren haben sie kassiert. Wir verlassen die Festeralen und fahren auf die Lofoten. Unser erster Platz ist der Lofoten-Campingplatz Storfjord, wieder mit einer typisch norwegischen Sauna. Er liegt an einem See, nicht an einem Fjord, der auch teilweise bis zugefroren war. Von hier aus haben wir mit dem Amarok mal die Gegend etwas erkundet und sind in Ballstadt gelandet. Ballstadt ist ein kleines Fischerdorf mit ungefähr 832 Einwohnern, Stand Januar 2022. Dort sollte auch unser nächster Stellplatz sein, aber wir haben was viel Schöneres gefunden. Das zeigen wir euch gleich. Und da sind wir schon, Haugland Beach. Ein Stellplatz direkt am Meer, zwar ohne Wasser und Strom, dafür aber traumhaft schön. Es gab leckere Croissants und Kakao, also so richtig was mit fast keinen Kalorien. So, heute sind wir auf den Haugland Beach gefahren, hier auf den Lofoten in der Nähe von Ballstadt. Und hier unten stehen wir und es ist einfach ein Traum. Hier werden wir jetzt einfach mal 2-3 Tage verbringen. Mal sehen, wenn wir mal sehen, wie lange unser Strom hält und unser Wasser. Aber ich denke, das funktioniert. Wunderbare Wander- und Fahrradwege, natürlich mit Aussicht. Unsere Drohne kam natürlich auch wieder zum Einsatz. Ist schon schön, so ein Ding, also ich muss es schon sagen. Auf unserem Fahrradrundweg mussten wir durch diesen Tunnel, um wieder an den Strand zurückzukommen. So, jetzt machen wir eine Tunneldurchfahrt mit dem Fahrrad. Und wir sind wieder an einem kleinen Wasserfall. Aber wirklich sehr, sehr kleinen Wasserfall. Aber cool. Im Hintergrund von diesem Busch, dieses Dunkle, das ist ein Bergsee. Total idyllisch. Und
hier haben wir einen alten Bunker. Da ist oben rechts noch so ein Belüftungsrohr. Seht ihr das? Dieser Teil unseres Weges lag zum größten Teil im Schatten, wie man an diesem gefrorenen Boden erkennen kann. Die Drohne sollte uns mal auf unserem Weg verfolgen. Hat auch geklappt. Man darf halt nur nicht ganz so schnell fahren, aber auf dem vereisten Boden war das sowieso nicht möglich. Da bin ich jetzt ganz alleine. Ach, da kommt mein Frankie. Guckt, schaut an. Hier, wo die Sonne hinkam, da war der Weg auch super. Hier nochmal ein paar Drohnenaufnahmen ohne uns. An diesem späten Nachmittag haben wir bei 3 Grad Außentemperatur den Grill angezündet, die hier überall rumstehen. Und natürlich auch draußen gegessen. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Wir sind jetzt hier am Lagerfeuer. Vorher haben wir gegrillt und jetzt haben wir ein bisschen Holz aufgelegt, damit es ein bisschen warm ums Herz wird. Und sind wieder auf den Spuren der Nordlichter. Hier ist mein Frankie. Ja, schon wieder guckt, wann die Nordlichter am besten kommen. Er hat nämlich so eine App darüber. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen was Warmes mitgebracht. Da komme ich jetzt gerade nicht hin. Moment. Ihr seht vielleicht so schemenhaft. Ah, da ist die Flasche. Das ist natürlich nichts Warmes, aber es macht warm ums Herz. Jetzt gucken wir mal, was sich heute Abend so ergibt. Wir haben schon wieder tolle Bilder gemacht. Da stelle ich den nachher noch ein. Ciao, ciao. Zeitrafferaufnahme mit der GoPro. Nach diesen wunderschönen Tagen geht es jetzt weiter nach Moskenes, wo wir denn vor dem Campingplatz stehen, weil auch dieser mal wieder geschlossen hat, obwohl nirgendwo was steht, das er zu hat. Das ist ein bisschen schade hier in Norwegen, aber ja, es ist so, wie es ist, man kann es nicht ändern. Stockfisch ist ein natürliches Produkt, frei von künstlichen Zusatzstoffen. Nach dem Fang werden Kopf und Innereien entfernt und jeweils 2 Fischkörper an den Schwänzen zusammengebunden und auf diese Trockengestelle gehängt und bleiben dort 2 bis 3 Monate. Hier die Kirche von Moskenes und am nächsten Nachmittag fahren wir runter zum Hafen und Fährhafen. Da ist sie nun, die lange Gode, unsere Fähre. 3,5 Stunden braucht sie nach Bodo und wir hatten das Glück, als zweites drauf fahren zu dürfen und somit auch als zweites wieder runterzufahren. Hundertprozentig pünktlich, um 15.30 Uhr ist sie abgefahren und um 19 Uhr in Bodo angekommen. Einfach großartig. So, wir sind jetzt am Ende dieser Reise angekommen und wir sind froh, dass wir im Herbst gefahren sind. Man hat uns nämlich gesagt, dass die Lofoten im Sommer sehr, sehr voll gewesen sein sollen. Klar, ist es denn nicht mehr so warm, man kann nicht mehr so am Strand liegen und auch nicht mehr im Meer baden, also ich sowieso nicht. Aber es war so wunderschön. Fakt ist, beide Inselgruppen sind einfach ein Traum, auf jeden Fall eine Reise wert und wir werden nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Hier zum Schluss nochmal ein paar Bilder von den Nordlichtern, um euch zu inspirieren. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bis wir uns beim nächsten Film wiedersehen. Tschüss!